Wird erledigt. Natürlich. Yeah.
Ihr könnt mich um alles bitten. Was habt ihr auf dem Herzen? Ihr stört nicht. Beschäftigt euch etwas? Ich kenne diesen Blick. Ihr habt doch etwas im Sinn, oder nicht? Die Menschen berichten von dunklen, geheimnisvollen Wäldern. Es heißt, man fühlt sich im Brasilienwald. Direkt vor uns. Verstanden, natürlich. Direkt vor uns. Ich werde es tun. Wie ihr meint. Wird erledigt. Was auch immer ihr wünscht. Aber gern. Halt! Beruhigt euch, meine Brüder und Schwestern. Wir möchten niemanden mehr verletzen. Deshalb frage ich euch, Fremder, seid ihr bereit zu verhandeln? Ich bin nur ein weiterer Verfluchter, der den Eingang zu unserem Heiligtum bewacht. Ich wurde geschickt, um mit euch zu verhandeln. Das war etwas anderes. Die Herrin ist der Überzeugung, dass die Dalish euch nicht alles erzählt haben. Deshalb hat sie darum gebeten, dass man euch zu ihr bringt. Sie will euch keinen Schaden zufügen, vorausgesetzt,
ihr seid aufrichtig bereit, friedlich zu verhandeln. Was für einen Sinn hätte das? Ihr habt eure Stärke bereits bewiesen. Wir haben nicht den Wunsch, euch noch mehr zu verärgern. Wir würden es ihr nicht gestatten. Wir beschützen unsere Herrin bis zum letzten Atemzug. Es könnte natürlich dazu kommen, dass ihr den Rest von uns erschlagt. Aber bis dahin werden wir verhindern, dass ihr ein Leid geschieht. Windläufer dachte, es hätte keinen Sinn. Die Herrin ist anderer Meinung. Und da ihr so weit gekommen seid, müssen wir uns ihren Wünschen beugen. Sie ist nicht Schattenreißer, aber sie kann euch von ihm berichten, wenn ihr sie fragt. Doch vorher müsst ihr euch zu Verhandlungen bereit erklären. Folgt mir. Doch wenn ihr euer Versprechen brecht und ihr ein Leid zufügt, werde ich selbst aus dem Nichts zurückkehren, um euch dafür bezahlen zu lassen. Ich heiße euch willkommen, Sterblicher. Ich bin die Herrin des Waldes. Glaubt ihm nicht, Herrin! Er wird euch verraten! Wir müssen ihn angreifen! Beruhige dich, Windläufer. Dein Wunsch zu kämpfen hatte nur den Tod derjenigen zur Folge, die du beschützen wolltest. Ist es wirklich das, was du willst? Nein, Herrin. Das ist das Letzte, was ich will. Dann ist jetzt die Zeit gekommen, um uns mit diesem Fremden zu unterhalten und deinen Zorn beiseite zu stellen. Ich entschuldige mich in Windläufers Namen. Er kämpft mit seiner Natur. Diejenigen, denen ich geholfen habe, sind mir dafür dankbar. Ich biete ihnen meine Führung an, aber ich befehlige sie nicht. Zweifellos habt ihr Fragen, Sterblicher. Zathrian hat euch nicht alles erzählt. Weil es einige Dinge gibt, die er niemals erzählen würde. Dinge, bei denen ihr für euch selbst entscheiden solltet, ob ihr sie wissen müsst. Es war Zathrian, der den Fluch erschaffen hat, unter dem diese Kreaturen leiden. Es ist derselbe Fluch, unter dem jetzt Zathrians eigene Leute leiden. Als die Dalish vor Jahrhunderten erstmals in dieses Land kamen, lebte nahe diesem Wald ein Stamm von Menschen. Sie wollten die Dalish vertreiben. Zathrian war damals ein junger Mann. Er hatte einen Sohn und eine Tochter, die er über alles liebte. Und als er gerade auf der Jagd war, hatte dieser Menschenstamm beide entführt. Die Menschen töteten den Jungen. Das Mädchen quälten sie und ließen sie zum Sterben zurück. Die Dalish fanden sie, aber sie konnte das Erlebte nicht vergessen. Sie nahm sich selbst das Leben. Zathrian kam zu dieser Ruine und beschwor einen schrecklichen Geist, den er an den Körper eines großen Wolfs band,
So wurde Schattenreißer geschaffen. Schattenreißer machte Jagd auf die Menschen dieses Stammes und tötete viele von ihnen. Andere jedoch wurden durch sein Blut verflucht und verwandelten sich in grauenhafte, wilde Kreaturen. Ebenso grauenhaft und wild wie Schattenreißer selbst. Sie wurden in den Wald gejagt. Als der Menschenstamm diesen Ort schließlich verließ, blieben ihre verfluchten Brüder und Schwestern zurück. Sie waren bedauernswerte Tiere ohne Seele. Bis zu dem Moment, an dem ich euch fand, Herrin. Ihr gabt mir Frieden. Ich habe Windläufer gezeigt, dass sein tierisches Wesen auch eine andere Seite hat. Ich besänftigte seine Raserei und seine Menschlichkeit kam zum Vorschein. Dann brachte er noch andere zu mir. Zum Teil. Wir wollen, dass der Fluch aufgehoben wird. Die Verbrechen, die an Zethrians Kindern begangen wurden, waren grauenhaft, aber sie liegen Jahrhunderte zurück und die Täter sind längst tot. Jedes Mal, wenn die Landschiffe hier vorbeikamen, wurde eine Nachricht an Zethrian geschickt. Wir haben ihn gebeten, zu uns zu kommen, aber er hat uns ignoriert. Wir lassen uns nicht länger zurückweisen. Ach, wir haben den Fluch auf seine Leute übertragen. Um sie zu retten, muss er den Fluch aufheben. Bitte, Sterblicher, ihr müsst zu ihm gehen. Bringt ihn hierher. Wenn er diese Kreaturen erst sieht und ihr Flehen hört, wird er mit Sicherheit bereit sein, den Fluch aufzuheben. Wenn Zethrian hierher kommt, werde ich Schattenreißer rufen. Ich habe die Macht dazu. Andererseits habe ich aber auch die Macht, um sicherzustellen, dass er niemals gefunden wird. Richtet das Zethrian aus. Wenn er nicht hierher kommt und den Fluch aufhebt, wird der Schattenreißer niemals finden. Dann kann er seine Leute niemals heilen. Ich bin mir sicher, dass es eine gibt. Es muss eine geben. Wenn es sie nicht gibt, stirbt er. Ach, dann sterben sie alle. Wir warten auf eure Rückkehr. Der Rückweg an die Oberfläche außerhalb dieses Raumes wurde für euch geöffnet. Kehrt so schnell wie möglich mit Zethrian zurück. Wird erledigt. Wird erledigt.
Der Weg direkt vor diesem Raum steht euch nun offen und führt euch ins Sonnenlicht. Geht! Wie ihr meint. Da seid ihr ja endlich. Ihr habt einen sicheren Weg durch den Wald gebahnt. Zumindest sicher genug, dass ich euch folgen konnte. Es gab keine Möglichkeit, vorauszusehen, was geschehen würde, sobald ihr diese Ruine erreicht. Deshalb habe ich entschieden, selbst hierher zu kommen. Ganz genau. Habt ihr es? Ihr wollt also Spielchen mit mir treiben? Ich kann spüren, dass ihr es nicht habt. Warum verlasst ihr die Ruine? Es gab keinen Grund dafür. Ich wusste, ihr würdet sie finden. Und ich wollte euch keine Geschichtsstunde über etwas geben, das nichts mit eurer Aufgabe zu tun hat. Aber es scheint, als hätte der Geist euch überzeugt, zu ihren Gunsten zu handeln. Dürfte ich erfahren, was sie will? Ich würde annehmen, sie will überleben. Das ist die Natur all dieser Kreaturen, der Wille zu überleben. Ihr wisst aber, dass sie selbst Schattenreißer ist, oder? Sie ist der mächtige Geist dieses alten Waldes, den ich vor langer Zeit beschworen und an den Körper des Wolfs gebunden habe. Ihr Wesen entspricht dem des Waldes selbst. Sie ist wunderschön und schrecklich, ruhig und wild, Jungfer und Bestie. Sie ist sowohl die Herrin als auch Schattenreiser. Es sind die zwei Seiten eines einzigen Wesens. Der Fluch kam ursprünglich von ihr. Diejenigen, die sie infizierte, wurden zu Spiegelbildern ihres eigenen Wesens. Sowohl wilde Bestien als auch Menschen. Sie haben meinen Clan angegriffen und waren dieselben wilden Tiere wie eh und je. Sie verdienen es, ausgerottet zu werden, nicht, dass man sie verteidigt. Kommt, ich werde euch zurück in die Ruine begleiten. Gehen wir und sprechen wir mit dem Geist. Dann werde ich sie in Schattenreißers Gestalt zwingen und ihr könnt sie erschlagen und euch ihr Herz nehmen. Nein, Schattenreißers Herz wird die Jäger heilen, aber es kann den Fluch nicht beenden. Dafür ist er zu mächtig. Und selbst wenn ich es könnte, würde ich den Fluch nicht aufheben. Die wilden Bestien verdienen diesen Zustand. Ich werde niemals etwas tun, um ihnen zu helfen. Ihr wart nicht dabei. Ihr habt nicht gesehen, was sie meinem Sohn und meiner Tochter angetan haben. Und so vielen anderen. Ihr gehört nicht zu den Dalish. Ihr könnt nicht wissen, wie hart wir für unsere Sicherheit kämpfen mussten. Ich konnte ihre Verbrechen nicht ungesühnt lassen. Hättet ihr den leblosen Körper eurer Tochter in euren Armen gehalten? Hättet ihr dann den Schuldigen etwas anderes als ewiges Leid geschworen?
Nun gut. Ihr wollt, dass ich mit ihnen rede? Ich werde es tun. Aber was, wenn sie nur noch mehr Rache wollen? Beschützt ihr mich? Ich sehe zwar nicht, welchen Sinn das haben soll, aber gut. Inzwischen sind viele Jahrhunderte vergangen. Hören wir uns an, was der Geist zu erzählen hat. Da bist du also, Geist. Ah, sie ist die Herrin des Waldes. Ihr werdet sie angemessen ansprechen. Du trägst jetzt also einen Namen, Geist? Und du gibst auch deinen Schoßtieren welche? Diesen Bestien, die dir folgen? Sie waren es, die mir einen Namen gaben, Zathrian. Und sie wählen sich ihre Namen selbst. Sie folgten mir, weil sie mit meiner Hilfe begreifen, wer sie sind. Sie sind nichts anderes als das, was ihre Vorfahren waren. Wilde Bestien, wertlose Hunde. Ihre grauenhafte Gestalt spiegelt nur ihre abscheulichen Herzen wider. Er wird uns nicht helfen, Herrin. Ich habe es euch gesagt. Er ist nicht hier, um zu reden. Nein, ich bin hier, um zu reden, auch wenn ich keinen Sinn darin sehe. Wir alle wissen, wo das hinführt. Du kannst ebenso wenig gegen deine Natur handeln, wie ich gegen meine. Es muss nicht so kommen. In deinem Herzen ist noch Platz für Mitgefühl, Zathrian. Ich bin mir sicher, deiner Rache wurde Genüge getan. Meine Rache währt ewig, Geist. Genau wie mein Schmerz. Das hier ist Gerechtigkeit. Nichts anderes. Bist du sicher, dass dein Schmerz der einzige Grund ist, warum du diesen Fluch nicht aufhebst? Hast du dem Sterblichen erzählt, wie er erschaffen wurde? Genau das hat er getan. Schattenreißer und ich sind in einem Wesen aneinander gebunden. Aber derart mächtige Magie konnte nicht ohne Zathrians eigenes Blut bewerkstelligt werden. Deine Leute glauben, du hättest die Unsterblichkeit eurer Ahnen wiedererlangt, Zathrian. Aber das ist nicht wahr. Solange der Fluch existiert, existierst auch du. Nein, so ist das nicht. Nein. Der Fluch existiert für sich allein, obwohl Zathrians Leben von ihm abhängt. Allerdings spielt sein Tod eine Rolle bei seiner Aufhebung. Dann töten wir ihn! Reißen wir ihn in Stücke! Auch wenn ihr sprechen könnt, bleibt ihr doch Tiere. Was würde euch mein Tod bringen? Nur ich weiß, wie das Ritual beendet werden kann. Und ich werde es niemals durchführen. Seht ihr? Wir müssen sie alle töten! Begreift ihr jetzt? Sie wenden sich ebenso schnell gegen euch. Tut, weshalb ihr hier seid, grauer Wächter. Oder geht mir aus dem Weg. Wir stehen für das Richtige ein, egal was es kostet. Dann sterbt ihr mit ihnen. Ihr alle werdet so leiden, wie ihr es verdient.